So, Kommando geht! Auf die Plätze! Auf die Strecke, auf die 3,2 Kilometer lange Strecke in die Altstadt geschickt. Ein paar Damen zur Strecke, für die, die noch nicht laufen sind. Startbereich geht leicht nach oben, dann kommt ein langes Gefälle mit einem Kilometer nach unten Richtung Inselwiese. Auf der Inselwiese wartet die Läufer Sonne und Gegenwind mit einem Kilometer Länge. Dann geht es um den Rotenburger Weiher rum, ab da ansteigend um den Rotenburger Weiher am Dingebauer vorbei. In den Stadtgraben rein, im Stadtgraben, schön schattig, ohne Wind. Heute ist wurscht, ob es schattig ist, aber trotzdem. Schön flach dahin, zum Schattengebäude, dann geht es zum Schlussanstieg. Hoch und dann die Zielgerade, 200 Meter bergab, wo man nochmal alles geben kann. Läufer der Mannschaft LOL, aber dicht gefolgt von Michael Nutt, der vor einer Woche noch 68 Kilometer gelaufen ist. Auf geht's, Männer, gibt Gas! Knapp über 10 Minuten waren die Leute unterwegs, die ersten. Komm an, die auf! Die Mannschaft des LOL auf der Strecke, Mario Stimmeck, für die Mannschaft des DSV Dingelsmühl, Andreas May. Deutsch Bayern, das ist der Oliver Kiefle. Vor zwei Tagen noch beim Steffen Kutschkostas am Start. Und Oliver Kiefle auf den Dennis Winde. Hier läuft ein, Anita Keppersdorf, die Männermannschaft, mit Staffelläufer Jörg Feuchtle. Und Franz Josef Heller für Jörg DSV Dingelsmühl auf Platz 5. Gefolgt vom DSV Oettingen mit Daniel Stieß. Für Jörg DSV Dingelsmühl jetzt am Start der Bürgermeister aus Lüberstedt, Bernhard Kisch. Auf Daniel! Hinter Daniel Spieß im Anmarsch die Mannschaft des Alba Geppersdorf, die männliche Jugend. Gefolgt von der männlichen Jugend des DSV Dingelsmühl, von der Pia Seller. Daniel, für die zwei Jugendmannschaften mit Martin Meyer übergibt, dann den Lambo. Beim Wechsel der Moritz Meyer vom Schussbeuch Daniel von dem Schussstars Boys. Und die U200-Mannschaft des DSV Dingelsmühl, Fritz Edelmann. Grüß dich, Daniel. Mit seinem typischen Laufstil der letzten Jahre. Übergibt auch den Harald Prestig. Über das Haus. Vereinigt verkündigt sein Applaus-Ansprache. Vereinigt verkündigt seine Krankheit-Ansprache. Hi, Arschmied. Auf den Tag, ja, auf den. Und am Start des Teamklinikum Ansbach und das andere, die Saskia Leitloff. Keppersdorf, die weibliche Jugend, ist im Anlauf, die erste Mannschaft der weiblichen Jugend. Gefolgt von der Frauenmannschaft des DSV Dingelsmühl mit Susanne Rotemund. Und die übergibt auch die Andrea Reuter-Gahr. Ist sicherlich der Top-Favorit. Dann auch die Schalke Männermannschaft, aber jetzt die Tuss-Stars Girls. Das ist ja Michael Stenger. Und die Annika übergibt auch die Lara Meyer. Die Ü 200 ist von Oettingen. Mit 17 Minuten und 50 Sekunden und präsentiert. Komm, Andi! Super! Also, Andi Mai übergibt jetzt auf Thomas Stamm. Klasse! Hopp, 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 hopp! Und ein ganz
Bergsteigerläufer jetzt für Moin unterwegs, nämlich Erwin Zachmann. Und für den TSV Dingesmühl der Thomas Samen, ebenfalls am Donnerstag-Festzeit über die 5000 Meter gelaufen. Mit der Startnummer 15 jetzt Ariba Göbersdorf, die Männermannschaft. Auf Position 3 liegen. Ja, ganz tolle Leistung von Bernhard. Und jetzt kommt unser Trailrunner, Zimmer 99, sagt, mit dem Anhabezettel. Gefolgt von den TSV Oettingen, der Sebastian Feitz. Und er geht, er gibt auf den Chris Hammer. Philipp Bietzle auf Chris Hammer. Der guten Boden gut gemacht hat hier. Jetzt die erste Ü200. Und dann kommt der Manfred Wald. Über Göbersdorf, die männliche Jugend, der Florian Halmheuer. Auf die Andrea Reuter-Gab. Und jetzt kommt die jüngste im Team, die Pia Schweizer. Jawohl, Andrea, super. Ja, Pia jetzt unterwegs. Verbundsklinikum, die Mannschaft, die Hobbymann, mit der Startnummer 4. Und die übergibt auch die Saskia Leitung. Gleich zum letzten Wechsel. Für 200 des DSV Oettingen fertig machen zum Wechsel. Ich habe nicht zu viel versprochen, kommt hier als erstes zum letzten Wechsel. Klasse, Erwin. Ich gefolgt immer noch von Thomas Samen, der auch hier zum Endspurt kommt. Auf Thomas, auf jetzt! Auf jetzt, auf! Und Julian Weiß für die Mannschaft der M1 unterwegs. Und der DSV aus Ingelsburg hat einen offiziell für die DG Victoria Augsburg, aber ist noch wichtig natürlich als alter Dingesfühler beim DSV Dingesfühl und ist quasi heute auf Heimatbesuch und startet für seine alte Mannschaft. Das ist der Stefan Lanz, eine ganz offizielle Gruppe. Ja, jetzt sind die Nächsten hier zusammengerückt. Die Nummer 15, die Männer von Ariba Göbersdorf. Und der Rainer Kösch ist tatsächlich näher gekommen an die Männermannschaft von Ariba Göbersdorf. Rainer Kösch und hinter ihm die Schlussstation. Und jetzt unterwegs der Namensgeber dieser Mannschaft, nämlich Götz, DSV Dingesfühl. Auch natürlich kommen die
Kilometer gut hinter sich und schon hinter sich gebracht. Und seine Mannschaft wäre damit Position 2 in den Schlussvorspann. Danke, Christi. Der Gewinn beginnt auf Jüngst, auf Michinoa. Gut, dann Pfeiffer. Er hat, glaube ich, Pfeiffer. Nummer 26, dann ist Pfeiffer. Das ist die Beginnliste. Und da läuft es zu Pfeiffer. Dann die Stadt Nummer 16, Aliva Köbershoff, die männliche Jugend und 11, das ist die Frau Dieter, die 200. Jawohl, und für die 200 ist die Frau Dieter, ist für die Andi Grimm unterwegs. So, Sieger des 23. Staffellaufes rund um den Dingespieler Altstadt. Wieder die Mannschaft, MON, Mannschaft ohne Namen aus Kleinfeld. Herzlichen Glückwunsch, Jungs. Ganz voll nach Schlussläufer war Julian Weiß, der ganz souverän den Sieg nach Hause gelaufen ist. So, dann kommt die Bia, Schweizer Bia, drehen wir da die Stadt nochmal nach vorne, weil das ist ja Zieleinlauf, jawohl, die Bia Schweizer und die übergibt auch die Theresa Heller. Und die Stadt Nummer 30, die Durchstartsbeutel, der Luca Röhr. Seinem BSV-Dingespiel zu Platz 2. Dann kommt der Rainer Weißmann zum Wechsel und der Liedhaber, der geht raus. Die 200 Mannschaft des Fußballfangen. Ja, Emo kommt ins Ziel. Arriba Köbersdorf, die Männermannschaft. Nein, die Jugendmannschaft, glaube ich. Jawohl, nein, die Männermannschaft. Arriba Köbersdorf, Platz 3. Ganz logisch, jawohl. Schön so. Arriba. Hinter Jan Behren mit dem zweimal Ding. Und wir haben einen Wechsel. Falsch ist er noch nie, Kommandant Jan Daniel. Der TSV Oettingen, plus der Daniel Spieß und dann die Ü200 des TSV Dingespiel mit Andi Grimm. Super Leistung. Sieger in der Altersklasse Ü200. Schlussläufer. Leistung. Jawohl, super. Platz 2, ganz tolle Leistung. Mitte der Jugendmannschaft ist uns vorgefangen. Nächster Zieleinlauf, das dürfte die Jugendmannschaft Arriba Köbersdorf sein. Wieder Start Nummer 16, jawohl, die Jugend Arriba Köbersdorf, männliche Jugend.
bei der Mensch. Oh nein! Vorsicht, Line auf der Nils Haberzettel. Super Nils! Spielermannschaft des Kurs Deutschland, der Nummer 30, Nils Haberzettel. Super Nils! Traumannschaft, herzlichen Glückwunsch an den GSV Siegespiel zum Sieg. Noch unter Ansichtung. Die Theresa Heller. Und hier läuft dann die Rasse ganz für euch, der Rennsport nach Meier. Vorbei, ganz super. Ich habe heute alles gefilmt drum. Ah, Riva, Göbersdorf, vom Team. Die Mädels, oder? Jugendmannschaft, ja. Ganz tolle Leistung. Startnummer nach vorne drehen, bitte. Startnummer nach vorne, Startnummer. Nehmen wir jetzt. Und Gerhard Schau, Triathlet. Normalerweise hat er das als Schwimmern zu machen. Heute ist es weiter verloren. Mensch, Diana kommt! Auf, Anna! Super, Anna! Die Anna Radon, genau in die Super Anna, ganz jetzt wurscht. Sie genießt den Zieleinlauf. Super! Und auch das Klinikum mit dem Ziel, tolle Leistung. Und damit alle Staffeln gut angekommen.